Bevor wir anfangen, wollte ich euch nochmal den 3D-Stift zeigen. Ist noch ein bisschen warm, weil ich wurde erst vorhin fertig. Hier, da steckt man das Kabel rein, dass der funktioniert. Und hier kann man das Grad, also wechseln, wie viel Grad man haben will. Aber Freunde, Achtung, guckt es Video an und wenn jemand einen 3D-Stift hat, schickt es ihm. Weil es gibt eine ganz wichtige Sache, wo man beachten muss. Also es gibt einmal ein Material, das heißt ABS, und es gibt einmal ein Material, das heißt PLA. Das ABS ist nur von 160 bis 180 erlaubt, weil sonst kann es sich hier drin verkleben. Das ABS, glaube von 200 bis 220. Ja, und hier kommt dann noch das Kunststoff rein. Kommt hier vorne geschmolzen raus. Und dann kann man hier sowas machen. Fragt euch bestimmt, wie ich die Flecken hingekriegt habe. Die habe ich einfach mit so einem, wie soll man es nennen? Plastikfolie habe ich das so zusammengedrückt und ja, dann würde ich euch mal das hier vorstellen. Schön ist unsere Stabi-Bett. Es sieht glänzend aus, 20 Meter Verarbeitung steckt in diesem Bett. Und natürlich, wenn ihr es auch einmal von der Unterseite sehen wollt und wenn ihr es noch wissen wollt, was das hier ist, meine Farbe ist einfach ausgegangen. Ja, und dann würde ich mal sagen, wir drehen es um. Hier sind so vier Füße, wenn ich das nennen sollte. Und von hier unten sieht es ganz glatt aus. Das mag ich immer. Voll weiche und eigentlich hätte ich die Seite nehmen sollen. Und wenn ihr den haben wollt, gibt es für 49 Euro in Amazon. Ja, Techboss. Und dann würde ich mal sagen, das war's auch schon wieder. Abonniert meinen Kanal. Und gebt einen Daumen hoch. Tut die Glocke aktivieren. Und ja, das war's auch schon wieder mit dem Video. Ciao. Experimentzone.